So, wir gehen in Video rein. Hört ihr was? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your Sorry, your video videos in on YouTube. YouTube. Ja, nein, Kalle, ehrlich. Hi, Freunde. Elias ist angekommen in Frankfurt. Hauptwache, kein Problem. Kann sein, dass ich gleich abgezogen werde. Ich bin heute hier, Freunde. Nächster Stadionblock. Mannheim gegen Frankfurt. Ich werde jetzt abgeholt von Anis Hala Madrid. Dann fahren wir zusammen nach Mannheim. Mannheim spielt gegen Union. DFB-Pokal, ich unterstütze ihn ein bisschen. Die Männer haben letztens Frankfurt rausgehauen. Ich hoffe, euch gefallen die Vlog. Letzter Vlog geht wieder krank ab mit Karim. Und ich glaube, auch über eine halbe Million. Hey Jungs. Lasst gerne ein Follow da. Lasst ein Like da. 45.000 Like, Freunde, ist immer sehr wichtig. Digga, der Dummkopf ist doch am Flughafen. Den habe ich doch da abgelassen. Dass das Video viele Likes hat, weil dann ist es besser gerankt im Algorithmus. Ja, ich melde mich gleich wieder. Alles gut. Wie geht's dir? Wie geht's Karim? Ja, der Klassiker. Boss. Leute, wisst ihr, wer das ist? Der Boss himself. Du bist ja der glücklichste Mensch der Welt, oder jetzt mittlerweile? Wenn der Ballon d'Or gewinnt, ja. Ey, mein Gott. Erste Frage, wer ist besser, Lewandowski oder Benzema? Aktuell, wenn sie machen. Und dann werden wir das hier auch gleich wieder. So, Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg nach Mannheim. 16 Uhr ungefähr kommen wir an, Freunde. Wir sind ein bisschen früh, ich weiß nicht, was wir machen. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht ganz genau, wer alles ins Stadion kommt. Ich glaube, Mehdi kommt, Ahmed kommt, Ahmeds Bruder kommt. 18.000 sollen ins Stadion kommen. Letztes Mal, da, als ich da war, da waren, glaube ich, 10 und das war schon. Boah, ich möchte, wenn ich wieder da bin. So, wir sind jetzt hier in Mannheim, Freunde. Fällt auf, die Straßen sind hier so krass eng. Und der Mann meinte, hier gibt es ganz viele Dilaras. Mir ist es nochmal aufgefallen, das ist... Ich habe in Mannheim noch keine Dilara kennengelernt. Aber glaube ich, will ich auch nicht machen. Weil ich habe mittlerweile ein bisschen Paranoia, wenn ich irgendeiner Dilara meine Adresse gebe, dass sie ganz, ganz schnell woanders auch landen könnte. Wirklich so, dass hier auch überall so Döner... Also, kann der Döner hier was? Gibt es hier Kräuterknoblauch scharf? Mann, Junge, das ist hier keiner. Was gibt's? Es gibt hier Tzatziki-Soße? Cocktail? Ja, Cocktail. Mann, ey, scheiße. Wir sind jetzt bei Willi, aber Willi ist nicht hier. Aber das Falschgeld ist hier. Moin, Mike. Erzähl mal ein bisschen was für die weiblichen Zuschauer. Ja, ich bin immer noch auf der Suche. Sag mal nochmal, was du gerade gesagt hast. Ich hab gesagt, Weidhoff hat eine Chance, wenn Union eine frühe rote Karte bekommt. Das ist, wenn jemand ausrutscht oder so und dann eine kleine Notbremse. 14. Minute, Baumgart, rote Karte, dann hat Weidhoff eine Chance. 14. Minute, Chat. Nein, nein, nein. Erzähl jetzt ein bisschen. Niemals. Freunde, Ahmed ist so krass. Mannheim ist underrated. Dachte voll die eklige Stadt, voll nicht so ernst. Hey, Mannheim ist echt cool. Mannheim ist wirklich cool so. Also, zwar kenne ich jetzt nicht viele aus Mannheim, sage ich auch mal offen und ehrlich. Und ich war jetzt auch noch nicht irgendwie hier auf der Piste oder so. Aber Mannheim ist cool. Ist notgeil, das könnt ihr euch niemals nicht vorstellen. Ne? Wie läuft's denn mit dem Mädchen so? Ja, anschreiben. Nicht so gut, ne? Warum? Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Zeig jetzt dein Handy, zeig deine DMs. Guckt's euch an, Freunde. Na, wie geht's dir mit diesem Smiley? Gut und selbst? Hä, und dann? Hast du was zurückgezogen? Das freut mich. Hahaha. Freut mich, dass es dir gut geht. Bei mir ist auch alles bestens gesund und das Leben läuft. Kann mich nicht beschweren. Sehr gut. Hä, wie langweilig! Was soll ich denn machen? Ja, ja, du bist echt cool. Mann, Ruhe. Was treibt ihr in Berlin? Leute treffen chillen, wie immer. Same shit, different city. Ja, Ahmed, ne? Der Typ ist so ein Versager. Der Typ, nein, jetzt Hand aufs Herz, der Typ ist ein Versager. So ein verlorenes Falschgeld. So ein Falschgeld, das glaubt ihr gar nicht. Halbe Stunde vor Spielbeginn. Es wird so schlimm, Freunde, glaube ich. Freunde, es hassen mich hier alle. Die Mannheim-Fans hassen mich, glaube ich. Also die Ultras auf jeden Fall. Und die Union-Fans hassen mich auch. Könnte sein, dass ihr die Gerle heute aufs Maul bekommt. Freunde, ihr spielt Real Madrid gegen FC Barcelona. Ich sag's euch, das ist so voll. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das Stadion ist so direkt irgendwie an der Straße. Ey, das ist so verrückt. Da ist das noch alles hell, ne? Glaubt ihr mir? Wir sind rausgelaufen zum Aufwärmen, da war es hell, Pfeifett. Und dann sind wir, beim Rauslaufen war es dann wieder dunkel. Ja! Kommt man da rein, überall sind auch Jürgen Röger, das ist der Wahnsinn. So krank, nein. Schlecht, ne, Kalle? Ist schlecht, ne? Nee, schlecht.
Scheiße auch. Dann, Freunde, alle wollen Bilder mit ihm haben. Alle wollen Nackenkissen wollen die unterschrieben haben. Ja, so nervig mit dir, Digga. So krass, man kommt hier ganz schön ran. Danke, dass du das durchmachst. Das ist kein Problem. So, wir sind jetzt hier im VIP-Bereich, Freunde. Moment, ich wollte jetzt auf den anderen Karten. Voll geil hier, guck mal. Hier sind so direkt die Plätze. Und ich weiß nicht, guck mal hier, Jürgen Böger. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Ja, du bist die Beste. So, jetzt geht's los. Ich sage alle, super Stimmung. Du. Ich möchte ganz begrüßen, möchte ich hier im Kabinettstadion alle Vertreter von Funk und Presse. Wir wünschen euch ein angenehmes Arbeiten hier im Kabinettstadion. Überall sind Jürgen Böger, ne? Auch Jürgen Böger. Wo bin ich? Ich glaube, ich bin. Ah, ich bin der Hirnbrüger. Bin ich da hinten? Was? Ach so! Das war unser Flanken! Digga! Wow! Das war mal. Das seht ihr mal aber nicht. So, wir haben es geschafft. Die werden uns alle hier hassen. Willi, rechts, dirigieren. Hin und her, Böckchen, hier. Ja, was? Hin und her. Na, über die Außen, rein da. Stramme Pässe, R1. Und dann auch mal die gelbe Karte ab. Ja, ja. Hä? Wie lustig! Was habe ich da eigentlich für ein Bild? Ich habe noch nie wirklich darauf geachtet. War einer im Stadion? Habe ich ein cooles Bild? Habe ich ein cooles Bild? Ich habe das beste Bild? Ja, nein. Das beste von allen! Hey, hey, hey! Heute nicht hier umbringen! Digga, das war so krass. Das war so krass. Das war so krass. Das war so krass. Guck mal bitte Eli seinen Finger. Was geht hier? Ich weiß nicht, was das für eine Wand war. Spiel die mal an, spiel die mal an, guck's dir an. Guck's dir an. Guck's dir an. Super Korridorpass. Super. Zeig's mir. Okay, und runter. Ja, ist gut. Digga! Hä, mit welchem Fuß geht er da voran? Hä, wie frech! Soll ich euch mal was sagen? Dieses Tor, das klingt jetzt unnormal blöd, ne? Aber das ist ein Tick zu früh gefallen. Checkt ihr, was ich meine? Weil du machst nach 4 Minuten ein 1-0. Es ist doch klar, dass Union dann das Tempo anzieht und Druck macht. Versteht ihr, was ich meine? So ein Tor in der 43. Geil. Kurz vor Halbzeit brutal. Dann gehst du in die Halbzeit
Tack, 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 tack. Aber so in der vierten Minute, da ist das Spiel, ja, das so, das beginnt gerade. Mit dem Superhasch. Mit dem Superhasch. Fünfte Minute und es wird heißer. Alexander. Das heißt, ich umdrehen. Achso, nee, warte mal, da ist er gar nicht. Der hätte sich auch spannen können. Dana, danke für den Prankster. Es geht um den Bild. Super cool. Ehrlich. Ach, da steht was drauf vorne, aber man sieht es nicht richtig. Ich guck's mir an. Geht gar nicht, geht gar nicht, geht gar nicht. Geht gar nicht, geht gar nicht. Ja! 90 Minuten ist das jetzt. So, Digga, da war mein Puls so weit unten, oben. Okay, Nick. Doch, doch, schlag ab! Schlag ab! Mann! Das ist, schieß mich da, lass dich doch fallen, Großer! Guck mal, das sieht ein bisschen aus wie mein Puller, Freunde. Das ist aber nicht mein Puller. Das wäre cool, wenn es mein Puller wäre. Ist nicht, leider. Es ist mein Dingster, aber es ist voll gut, man kann es so tarnen. Nee, geil, ey, cooler Funfact von Eli, den er reinbringt, ne? Ist der doof, der Kerl. Aus, hier, guck mal. Voll cool, Digga, hier. Spiel ihn an, guck die Ball an, am ersten Kontakt, super. Lasse, geht gar nicht. Guck dir an, liegt schwer drauf. Ja, Kopf! Bele, du bist schneller, du bist der Beste. Du bist der Beste! Nein, nein. Komm, dein Bruder, Adam, dein Bruder! Digga, das ärgert mich bis jetzt noch, ne? Das ärgert mich bis jetzt noch. Wenn ich ein bisschen clever. Kannst absolut nichts machen. Ich verliere halt das Kopfballduell. Aber was soll ich machen? Es ist ja nicht so, dass ich nicht am Mann bin oder dass ich nicht hochspringe. Ich bin in der Rückwärtsbewegung. Das, was ich besser machen kann, ist, wenn ich eine andere Haltung habe, quasi zum Spielfeld. In der Position, wo ich Bruder, jetzt gerade bin. Dein Bruder, ja. Schaut mal, ich schaue auf den Ball. Versteht ihr, was ich meine? Ich schaue auf den Ball. Wenn ich mich jetzt um meine rechte Schulter einmal drehe, dann kann ich in den Ball viel besser reinspringen. Aber weil ich halt zum Ball schaue, stehe ich rückwärts und in der Rückwärtsbewegung ist es halt zehnmal schwerer abzuspringen. Wir haben das Spiel ja schon alle analysiert. Mann, wir hätten auch diese Flanke verhindern können. Das war halt eine Baustelle von uns. Ihr müsst euch vorstellen, Fußball ist ein Fehlersport. Und das war halt eine Reihe von Fehlern. Wir haben gesagt, wir haben 6 Fehler in der Aktion gemacht. Das Endresultat ist halt, dass daraus ein Tor fällt, ne? Digga, dass er diesen Kopfball noch da hinbringt. Vogelsammer, ich habe ihn zweimal auf die Füße getreten, ne? Und in dieser Aktion sage ich euch so, wie es ist, Leute, ich sitze hier gerade mit einem Verband an meinem Fuß. Ey, mein Fuß, wisst ihr, was geht? Wisst ihr, wie dick der ist? Digga, der hat durchgezogen. Boah! Hey, schieß mich da!
Kurz mit aufbeißen und dann geht's weiter. Ja, Schiedsrichter, ja, mal hingucken. Gelbe Karte, irgendwas. Nein, Fresse. Es geht hier um den Pol des Spielers. Das ist halt mal jetzt herdrimmeln. Ob er da Placement von der Karte gemacht hat. Bester Standardschütze, ja, ganz Bundesliga. Ganz Bundesliga, bester Standardschütze. Und sagt er, ist der beste Standardschütze der Bundesliga. Oh. Hepa! Hey, Schiedsrichter, ist der dumm. Pass mal auf, mit wem du da redest. Hier ist in dem Spiel seit 20 Minuten. Wir haben gerade eine Daumenfahrt seit 15 Minuten, jetzt ist mir passiert, kein Problem. Jetzt machen sie mit Absicht, um den Union so und dann zuzustechen. Super. Dann sind sie da, dann sind sie da. Wer ist das hinter? Union so und dann zuzustechen. Super. Dann sind sie da, dann sind sie da. Zeig. 2 auf 2. Bin ich gut, aber trotzdem. Nee, verfolgt er nicht, ne? Verfolgt er nicht. Was ist der Beste? Was ist der Beste? Mann, Digga. Das ist so schade. Die Flanke war nicht mal schlecht. Wisst ihr, was ich überlegt habe in dem Moment? Hier weiter zu rennen, aber das hätte ich niemals geschafft, Mann. Guck mal. Super Ball dabei. Hey! Ja! Ja! Ey, no joke! Hier dachte ich 100% Tor. Ich hatte meine Hand oben. Tut so weh! Digga, warte mal, kann er den? Digga! Jawohl, Kosti! Lüge nicht, war kein Foul. Lüge nicht. Ich habe den Ball an sein Schienbein geschossen und ihn dann weggeräumt. Was denn? Gelb, Ludes und Schöpfer. Schalke, Digga. So lost gewesen war es letztes Jahr. Was hat der Typ gesagt? Was hat der Typ gerade gesagt? Ludes und Schöpfer. Schalke, Digga. So lost gewesen war es letztes Jahr. Ja, das ist so geil. Der Typ nimmt kein Blatt vor den Mund. Und jetzt nochmal, es war kein Foul. Ich erkläre euch warum. Was denn? Okay. Er ist der schnellste Außenverteidiger. Hier halte ich jetzt meinen Fuß drauf und schieß einfach gegen sein Schießbein. Das war kein Foul. Ja. Ich bin halt einfach nur richtig alles oder nichts reingehauen. Was denn? Gelb, Ludes und Schöpfer. Schalke, Digga. So lost gewesen war es letztes Jahr. Ich ein bisschen Stress gegen Billy gemacht, habe schnell eine Strafe gehabt. Und dann ist. Nein. Ja! Und jetzt ist Billy keine Bindung. Der, guck mal, wie krass. Zack. Hier, was macht Knoche da für im Lauf? Soll ich euch mal was sagen? An die Szene kann ich mich geisteskrank erinnern. Soll ich euch sagen, warum? Das war für mich ein Zeichen, wo ich mir gedacht habe, wow, diese Typen aus Union sind
Also, die sind geisteskrank. Guck mal, hier sind alle Spieler, okay? Die haben hier einen Spieler, die haben eine Absicherung von zwei Spielern, sagen wir. Balleroberung von uns. Und jetzt siehst du hier 1, 2, 3. Und von uns sind 1, 2, 3, 4 Spieler in der Vorwärtsposition. Achtet jetzt mal gleich drauf, was hier alles nachkommt. Digga, warte mal. Ja, was ist das für ein Umschaltspiel von Atletico Madrid? Ey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute sind plötzlich da. Das, ich war da hinten rechts und denk mir, wie schalten die um? Guck mal. Boah, wie viele Menschen sind da? Das war ein Foul. Ja, nicht. Das war ein Foul, Leute. Ja, nicht. Weiß ich nicht. Leute, Mannheim hat ein Problem. Die Männer taumeln in der Ecke. 75. Minute, da kommt langsam nichts mehr nach vorne. Es geht an die Substanz. Es geht jetzt an die Substanz. Irgendwie ins Selberschießen reingammeln. Noch die Hoffnung. Ich habe immer gehofft, hoffentlich hat Domme irgendeinen Geniestreich oder so. Machst du gut. Guckst dir an. Tief durch ein. Ja! Ja! Am dirigieren, Can. Nur am dirigieren und am motivieren. Es ist unglaublich. Deswegen bist du auch Kapitän in meinem Spitzteam. Egal, ich weiß gar nicht, was das für ein Moment war für mich, ne? Dieser Moment, sage ich euch offen und ehrlich, der hat mir so viel Kraft. Soll ich euch mal sagen, wie man sich da fühlt? Ihr könnt das nicht nachvollziehen. Leute, ihr könnt euch das nicht nachvollziehen. Ich habe mich in diesem Moment wie ein... Da ging eine Kraft durch mir. Dann gucke ich hier hin und diese Männer sind am Anfeuern und bringen dich quasi... Ich war bei 0%. Ich sag euch ehrlich, mein Körper, ich war tot. Ich hatte Krämpfe, meine Beine waren schwer und ich weiß auch nicht, woher ich diesen Sprint ansetze. Aber nach diesem Ding, da stand es ja 1-1 noch und nach diesem Ding und ich wollte unbedingt... nicht verlieren, weil ich mir gedacht habe, Mann, du kannst nicht 90 Minuten spielen und dann so ausgekontert werden, so. Das ist so dumm. Ja, habe ich meine Beine in die Hand genommen. Mann, Digga, achtet mal, Eli, wie geil ist das? Eli und Omid, hört mal zu. Das, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt. Guckt euch das mal an, Chat. Geisteskrank, seid mir ehrlich. Und das ist 90.
90. Minute einfach reinknallen, Domme. Domme! Blind! Digga, Joe hätte den zu 100% gemacht. Mit links reinhämmern. Zeig's mir. Oh mein Gott! Guck mal Joe an. Und jetzt sage ich euch was. Joe wollte in dem Moment hier reinspielen. Wenn Adrien den durchlässt, ist der durch. Mann, Digga, wir haben es bis zur Verlängerung geschafft, Mann. Und ich sag euch eins, dieses Gegentor ist aus dem Nix passiert. Aus dem Nix. Wer nicht schießt, kann keine Tore machen. Und dieser Taiwo hat das perfekt gemacht. Mann, der Typ schießt einfach blind aus der Drehung. Mein erstes Mal. Geil. Gut ausspielen, vorne gut ausspielen. Dann ein Tor, Kallas, fertig. Ist Gold, oder? Ja, Gold, Freunde. Freunde, erstmal jemand, der hier ein Bild machen muss, muss erstmal an dem Mann vorbei. Der sagt, hey, ich will da dirigieren. Am Dirigieren, der Mann. So ein guter Typ ist der hier. So eine unsympathische Socke für die Abonnenten. Und nochmal unsympathisch. Jeder deiner Fans hasst mich. So, Freunde. Verlängerung. Die Männer sind an ihrer Substanz, glaube ich. Aber hier wird ein Held gemacht. Guckt euch den Held nochmal an. Sieht aus wie in der ersten Minute. Cora, ich weiß nicht, vielleicht sind das Aufnahmen aus der ersten Minute. Sag's mir. Ja, nichts. Nichts anderes. Ich hab's nicht drauf, Leute. Es kam einfach aus dem Nichts. Ne? 2-1. Die 94. Spielminute. Tor für unsere Gäste aus Berlin. Jetzt wird's eine Mammutsaufgabe. Ich sage euch eins, das war ein Genickbruch, ne? Das war so ein kranker Genickbruch. Das war so, boah, das war so ein fetter Schlag in die Fresse, das glaubt. Man hat sich danach so leer gefühlt. Freunde, 2-1. Eine Mammutsaufgabe. Aber nichts ist unmöglich. Besonders mit diesem Mann ist nichts unmöglich. Guckt ihn euch an. Wie filigran, hey, fass ihn noch einmal an und wir haben ein Problem. Du musst. Nee. Ist in Ordnung. Wenn du aufs Tor schießt, kann er kein Tor machen. Hä? Willi, gell? Wofür, Bruder? Ja, ich hab meinen Foul auf TikTok gesehen, ne? War behindert faul. Der Mann ist so ein Union-Fan, ich schwör's euch. Schiedsrichterleistung, verquatschte Quatsch. Mit ganz viel Quatsch um den Bauch, Digga. Was ist das denn? Digga, gib den Männern was. Nochmal ein paar gute. Achso, Jupp. Nochmal hier zusammenschmeißen. Ja, hier, nimm dir die nochmal neu. Langer Lunte rein. Den musst du reinbringen.
Soll ich euch was sagen, wo wir dann in der Halbzeit waren? Mann, da war es einfach nur eine Frage, entweder hauen wir jetzt einen Lucky Punch rein und gehen die letzten Reserven, die wir hatten, nochmal irgendwie rein. Und ich glaube, jeder, der das Spiel geschaut hat, weiß, wie viel Kraft wir auf dem Platz liegen lassen haben. Also, versteht ihr, was ich meine? Also wir sind auf Zahnfleisch gegangen. Die 118. Spielminute, Tor für Union Berlin, neuer Spielstand 1:3. Freunde, ich wurde. Nein, Eli! Zeig deinen Hintergrund. Du bist ein Supporter unten. Hä, wie cool? Wie cool ist der Hintergrund? Ehrlich. Guckt euch das Plakat an, Freunde. Die Männer! Komm auf mich zu, markier mich auf Instagram mit dem Ding und zeig mir deine Freundin. Ich sitze in meinem Auto schneller als du denkst. Ich wäre nicht Niklas Hulz im Sommer, wenn ich nicht jetzt einfach pissen werden müsste. Oh nein! Alles gut. So, Freunde, ich habe jetzt hier ungelogen eine Stunde lang Bilder gemacht. Die tun mir immer so leid, die Fans oder Abonnenten. Digga, die standen da eine Stunde in der Kälte. Wow. Statement zum Spiel: super. Super Verein, Mannheim. Cool gewesen. Haben gekämpft. War auch eine knappe Kiste. Elferschießen wäre lustig gewesen, aber na gut. Wir gehen jetzt noch was essen. Willi, Omet, ich glaube, Medi kommt auch mit. Dann nehme ich euch auch nochmal mit. Ich penne heute bei Willi. Und ich war vorhin bei ihm und ich habe da keine Decke gesehen und kein Kissen. Könnte eine harte Nacht werden. Oder Willi ist so ein krasser Knecht. Das Spiel ist vor einer Stunde zu Ende gewesen. Und noch länger, ich schwör's dir, 1:15. Ich habe eine Stunde Bilder gemacht und er ist einfach immer noch nicht da. Der Mann hat's geschafft. Als letztes. Mann! Ich bin in die Kabine gegangen und umgefallen. Ich saß da komplett leer. So, DFB-Pokal ist zu Ende. Wir sitzen da, wir reden über Sachen. Ein paar von uns haben sich geeinigt, dass wir Taiwo Awoniyi als Hintergrundbild machen, weil der uns so krass gefickt hat mit seinem Tor. So, ich glaube, jeder kennt es nach dem Spiel, oder? Digga, wirklich. Ich habe mir gedacht, der Wichser knallt, der den einfach trocken, ohne nix einfach rein. Ich fand das so frech. Aus der Kabine. Aber er ist wirklich, mach einfach weiter, so ehrlich. Wirklich. Nächstes Mal einfach noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber hör mal zu, du bist der Beste. Ich hab meinen Fuß an. Nein, jetzt ehrlich, hör mal zu, ich bin stolz auf dich. Danke. Ich bin stolz auf dich, du hast super gespielt. Und das Digga, wie schau ich? Der Kamera. Ich bin heiser. Digga, wenn euch eine Frau so anruft, so eine Frau so anschaut, heiratet sie. Ich bin heil. Jetzt küssen. Was ist das? Super Auto. Nach 120 geht's nicht besser, Chad. Hier stehst du wie am bestellt und nicht abgeholt. Aber ist in Ordnung. 120 Minuten Intos kannst du damit arbeiten. Kann ich liegen lassen, oder? Der Mann kann sich nicht mehr bewegen. Na, 120. das sieht aber geschmeidig aus. Jetzt sind wir 120. Aber ich kann es mir auch vorstellen, ich sage euch ehrlich, Freunde, wenn ich ja, 90 Minuten in der Kreisliga spiele, da tut mir schon alles weh. Und so sieht es dann halt im DFB-Pokal aus, ne? So, wir sind jetzt hier bei einem Laden. Oh, Jacques! Willis Empfehlung. Der ist gut, Willi. Super. Ich bin gespannt. Essenskritiker. Du bist der Sohn vom Besitzer. Das ist aber dann unvoreingenommene Meinung. Ist gut? Also ist es krass. Zeig mal das Trikot. Ja, das Trikot macht es. Das Trikot schmeckt. Oh, Sommer? Gestern. Gell, bin ich gespannt hier, Jungs. Kann essen, wer will, kann Cristiano Ronaldo kommen. Die Rohrspeisen sind da, klassisch. So ein Salat dazu. Das ist jetzt das Essen. Sieht super aus, ich melde mich später dazu. Jetzt kommt hier Künife, Freunde. Künife, Awe. Super cool, Essen von... Mal jetzt ernst, man kann sagen, was man will. Die Türken haben eine unglaubliche Mentalität.
Türken wollen immer noch nicht einsehen, dass sie nicht Weltmeister werden. Und laut Türkei ist Galler, Fener oder Beşiktaş der beste Verein der Welt. Aber Türkei ist, was Essen angeht, oder türkisch sagen wir, nicht Türkei, türkisch angeht, türkische Küche ist Çok güzel. Jetzt ernst. Brutal. Von mir eine 8 von 10, weil wirklich sehr, sehr lecker. Ja, das ist dann vielleicht arabisch, dann ist es arabisch. Trotzdem ist die türkische Küche geil. Wie heißt der Laden? Küçstoff, das soll das sein. Perfekt. Genau so heißt er. TSO, Jetanale, TSO. Sag das mal nochmal, sag bitte nochmal, was du gerade gesagt hast. Und Darkness ist keine Haare und keine Beine haben. Die werden einfach so mit Boxen zu werden, verschickt die bestellen. Das ist der Wahnsinn hier gerade, die Diskussion, ne? Was die beiden mir hier gerade erzählen, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Junge. Wisst ihr was über die zwei? Die zwei sind ja Brüder, Omid und Metin. Das sind die größten Gegensätze der Welt. Teufel, Engel. Falschgeld, nutzbar. Eine Frau, die nur Geld kostet, sparsam. Hepatitis C, Vaseline. Was hier gedroppt wird, Freunde. Sag es mal mit den Klonen. Es gibt eine Theorie, dass es Rapper gibt, die zum Beispiel in den Pass gehen oder so, weil die irgendwie Scheiße gebaut haben. Die Person, die rauskommt, ist nicht mehr die Person, die sie mal war, sondern. Also, nehmen wir mal an, Kollege Black in den Knast. Und dann kommt nicht Kollege Black die Person raus, sondern ein Klon, der entwickelt worden ist. Also einfach eine andere Person, die sich als Kollege Black ausgibt. Aber warum? Ja, weil Kollege Black anscheinend oder dieser Rapper anscheinend zu viel Scheiße gemacht hat oder zu viel Informationen in die Öffentlichkeit gemacht hat, die nicht mehr von der. Der hat so einen Pfeil im Kopf. Und sag du das dann mal mit dem Darknet, das hier ist das Internet? Ja, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, das nutzen wir vom Internet. Ja. Digga, was hier gedroppt wird, Freunde. Also, das ist ja. Ist Omid Impfgegner? Nein, Mann, Omid ist geimpft. Wahnsinn. Wir sind jetzt hier fertig mit Essen, Freunde. Wacht auf! Die beiden, das sind Brüder, das sind die größten Verschwörungstheoretiker, die es hier gibt. Aufwachen, wir sind Marionetten. Ey, das war's vom Vlog, Freunde. Ich schlafe jetzt bei dem Falschgeldarm. Lasst ein Like auf das Video da, Freunde. War sehr, sehr nice. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ehrlich. Das hier ist übrigens mein Schlafplatz, Freunde. Ey, ich hab dem Bett angeboten. Ich weiß nicht, ob ich ihm vertrauen kann, weil ich weiß nicht, was auf dieser Couch hier schon alles passiert ist. Auf der Couch ist noch nichts passiert. Aber sage ich euch eins, wird Zeit. No cap. Ekel mich, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen, Willi, sag ich dir ganz ehrlich. Ehrlich, ich weiß nicht, was hier schon alles passiert ist, ey. Ekelhaft, Digga. Cool. So, das war der Vlog und ihr wisst alle, was das heißt. Das Wichtigste bei dem Ganzen ist, gefällt mir, Glocke abdrücken. Glocke aktivieren, gefällt mir und einen Kommentar. Du bist der Beste.